Wir sind wenige Tage weg von der Brandnacht. Die Bühne ist schon mal, sind sie schon mal am Aufbauen. Also das ist die Winkler-Bühne. Auf der Seite da wird noch eine zweite Bühne kommen. Durch die verschiedenen Gassen wird die Musik zu laufen kommen. Und das Publikum wird auf dem Dorfplatz versammelt sein. So, we have Sarah, der Dreichler. I think you're a natural. This is my Dreichler. Der Stanzer Dorfplatz von oben. Von so hier oben hast du jetzt auch noch nie gesehen, oder? Nein. Darf ich vorstellen, das ist der Theo. Er hat die Bühne hier designt, kann man noch sagen. Er ist geschuld, dass wir hier so hoch oben sind, auf dem Stanzer Dorfplatz. Designt ist das richtige Wort. Freitag, den 17. März, anno 1713, morgens um 2 Uhr, in des geistlichen Herrn Franz Arnold von Bachs Haus, ein unvorgesehenes Feuer, da niemand weiß, wie es angangen, ausbrechen lassen. Ja, ich fühle mich natürlich ehrlich ein bisschen geehrt, dass ich den Text vom Binti vorlesen darf und damit Brandnacht eröffnen. Das ist schon etwas sehr Spezielles. Also ich freue mich aussinnig. Und ich bin gespannt auf das, was ihr macht. Und ich finde, ihr macht das hochprofessionell und super. Also dort oben sind die Jodelbuben jetzt am Üben. Jetzt gehen wir mal schauen, wie sie es schon können. Ich bin gespannt. Sarah und ich hatten Ideen und Thomas hat es dann so hergebracht, dass es klappt für die Jodelbuben. Es sind 100 Leute beteiligt. Die meisten davon werden auf den Bühnen sich dann auch präsentieren, auf den zwei Bühnen, die auf dem Dorfplatz sind. Aber es gibt viele, die hinter der Kulisse arbeiten. Und dann gibt es auch die, die hinter der Kamera arbeiten werden. Dreichler, Starting. Wow. So haben wir das ein bisschen geplant. Wow, das sieht geil aus. Can you show the whole thing again? The starting image with the... It's pretty cool. Hallo! Filmen? Wieso? Ja, das ist ein Schiff, das ist ein Peter, freust du dich auf Brandnacht? Du siehst. Ja. Ja. Ganz gespannt und ja, es ist einfach eine riesige Geschichte, die da entsteht, mit so viel Kraft und einfach ausgelöst von einer Funkenidee und wie das wächst und wie das nachher Kreise zieht.
Und jetzt so langsam nervös auf den Höhepunkt. Super! Das gehört so, das gehört dazu. Den Brand habe ich nicht geleitet. Ja, aber eben. Das Jahr, also eben 300 Jahre später ist eigentlich der Funke bei dir gesprungen, oder? Ja, ich denke, es hätte überall springen können. Und ja, eins gibt es andere und es entwickelt sich. Das ist das Fantastische. Jedenfalls, Sarah und ich, wir sind dir sehr dankbar, dass du da uns gedacht hast bei dieser Komposition.